Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem fünften Webinar aus unserer Rettet-Webinar-Reihe. Heute mit dem Thema Virtualisierung und Container. Was nutze ich wofür? Ich freue mich, dass wir da so zahlreiche Teilnehmer haben. Aber bevor wir gleich starten, habe ich noch kurz etwas Organisatorisches. Das Webinar wird ca. 30 Minuten dauern. Ihr seid alle stumm geschaltet. Fragen können aber gerne während des Webinars im Chat gestellt werden. Ja, unser heutiger Sprecher ist wieder Jens Kassert. Business Developer for Open Solutions und Red Hat Allianz Manager. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören und übergebe das Wort an Jens. Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Freue mich, dass wir wieder so viele Teilnehmer heute dabei haben. Ich möchte heute mich ein bisschen dem Thema Virtualisierung und Container widmen und auf die Frage auch eingehen, welche Technologien nutze ich denn wofür? Der Ausgangspunkt ist, wir haben hybride Anforderungen. Wir haben verschiedene Workloads, die wir heute in unseren Infrastrukturen betreiben müssen. Das heißt, wir haben sowohl alte, althergebrachte als auch neue Technologien, die wir unterstützen müssen. Klassisch, historisch gewachsen ist der Betrieb von Anwendungen in virtuellen Infrastrukturen. Da kennt man die großen Player im Markt, die Firma VMware als Marktführer sicherlich in dem Segment, die Firma Microsoft mit der Hyper-V-Technologie, die Firma Red Hat mit Red Hat Virtualization und eine ganze Zahl mehr. Auf der anderen Seite haben wir das Thema Softwareentwicklung, sogenannte cloud-native Entwicklung von neuen Applikationen auf der Basis von Microservices-Architekturen. Und hierbei der Einsatz von Softwarecontainern. Beide Aspekte gilt es nun letzten Endes gegeneinander zu stellen, gegenüberzustellen und auch gerade aus IT-Betriebssicht aufzuzeigen, wie wir die Welten zusammenbringen können. Virtualisierung. Was bedeutet Virtualisierung? Das ist generell der Ansatz, dass ich meine Software-Workloads abstrahiere und isoliere und die Virtualisierung auf Hardware-Level passiert. Das heißt, ich habe Hardware, ich habe dort ein Betriebssystem in Betrieb. Auf dem Betriebssystem wird ein sogenannter Hypervisor betrieben und auf dem Hypervisor wiederum laufen die virtuellen Guest-Systeme. Wie man hier sieht, brauchen wir für jede virtuelle Maschine, in der eine Applikation läuft, ein Gastbetriebssystem. Skalierung erfolgt in dem Kontext letzten Endes über zusätzliche Hypervisor, zusätzliche Hardware idealerweise, um mehr virtualisierte Maschinen in Betrieb zu nehmen. Das kennt man, gehört gerade aus dem VMware-Umfeld. Die Vorteile von Virtualisierung liegen sicherlich darin, dass ich Workloads isoliert und damit auch gesichert in den virtuellen Maschinen betreiben kann. Aus betrieblicher Sicht, auch aus Sicht der Thematik Wissen im Unternehmen, sind vertraute Technologien. Virtualisierung ist ein altes Thema, wurde vor vielen, vielen Jahrzehnten schon auf dem Mainframe entwickelt, dann ja so um die Wende 1999, 2000 durch VMware auch in den Markt getragen, ist damit vertraut. Hinzu kommt, es gibt eine Vielzahl an zusätzlichen Tools, zum Beispiel für Backup-Lösungen, für Disaster Recovery. Veeam ist sicherlich etwas, was viele von Ihnen kennen werden. Auch Themen der Automatisierung und ähnlicher Fragestellungen von virtuellen Maschinen sind durch eine Vielzahl von Lösungen besetzt. Auf der negativen Seite sehen wir die Thematik, ich brauche halt für jede virtuelle Maschine ein komplettes Betriebssystem. Das kann durchaus ein Kostenfaktor sein, weil ich halt jedes Betriebssystem erwerben muss und lizenzieren muss. Zum anderen sind wir an statische CPU- und Speicherressourcen gebunden. Ich hatte es eben schon erwähnt, wenn ich virtualisierte Umgebung wachsen lassen will, muss ich letzten Endes die physikalischen Hosts erweitern, die Hypervisor-Strukturen erweitern. Wir haben dadurch, dass wir ein komplettes OS auch in den VMs betreiben, einen erhöhten Ressourcengebrauch. Und ein Aspekt, den wir sehen, der auch negativ ist, es gibt proprietäre Formate von virtuellen Maschinen. Das
Sicherlich sind Werkzeuge im Markt, um Format A in Format B zu überführen, aber letzten Endes sind es proprietäre Angebote der entsprechenden Hersteller. Ich habe also in diesem Kontext auch die Gefahr eines Lock-ins auf einem Technologielieferanten. Container. Was sind Container? Letzten Endes ist es eine Frage des Blickwinkels. Exemplarisch hier mal drei Rollen im Unternehmen. Der Entwickler, die Entwicklerressourcen, Entwicklerteams, der Bereich der IT-Operations, die Personen, die diese Welten am Laufen halten müssen und letzten Endes natürlich die kaufmännischen Entscheider, die auch einen Blick auf die Dinge haben. Also je nachdem, wen man nun von diesen Personen befragt, gibt es zum Thema Container unterschiedliche Antworten. Aus Entwicklersicht geht es primär darum, cloud-native Applikationen zu entwickeln, also Mobile Apps als Beispiel. Das, was Sie heute auf Ihrem Smartphone finden, ob das der DB Navigator ist, die Uber-App, die Moya-App oder ähnliches, sind alles cloud-native Applikationen. Das heißt, die laufen irgendwo in einer Cloud-Umgebung. Für den Entwickler ist auch entscheidend, dass ich mit Containern sehr schnell paketieren kann, also verschiedenste Softwarepakete zusammenfügen kann. Das erleichtert auch immens Testaufgaben im Bereich der Softwareentwicklung. Stellen Sie sich vor, Sie haben verschiedenste Versionen, die Sie benötigen, in der Testumgebung, in der QA-Umgebung, in der Betriebsumgebung. Das kann sehr schnell zu einem größeren System führen. Kann ich hier in dem Kontext deutlich vereinfachen durch den Einsatz von Containern. Aus IT-Betrieb. Der IT-Betrieb verspricht sich letzten Endes auch eine erhöhte Konsistenz im Kontext des Deployments von Applikationen über verschiedene Infrastrukturen hinweg. Auch der Aspekt des automatisierten Application Deployments ist aus IT-Operations-Sicht etwas, was pro Container spricht. Performance, ganz wichtiger Punkt. Je weniger ich in den Containern habe, desto schneller und performanter sind sie. Last but not least der Aspekt der Konsistenz im hybriden Cloud-Betrieb. Ich verspreche mir durch den Einsatz von Containern die Möglichkeit, meine Workloads flexibel von klassischen On-Premise-Installationen in Private Cloud, in Public Cloud zu verschieben. Container also auch als Schlüssel zur Idee der hybriden Cloud. Aus kaufmännischer Sicht ein Aspekt, warum man sagt, Container sind wichtig, sind spannend. Man erhofft sich durch die Einführung von Containern den Schritt in die sogenannte DevOps-Kultur, also das Zusammenbringen von Developer und IT-Operations. Auch hier ist natürlich der Punkt, Container erhöhen die Freiheitsgrade, ich kann damit hybride Cloud-Umgebungen abbilden und ich kann damit natürlich auch flexibel auf sich ändernde Business-Anforderungen reagieren. Hinzu kommt, komme ich gleich drauf, man möchte auch und erhofft sich eine Reduzierung der Kosten für die Virtualisierung durch den Einsatz von Containern. Ich hatte erwähnt, man benötigt Hypervisor, die man zusätzlich erwerben oder lizenzieren muss. Und last but not least auch, man erhofft sich schnellere Entwicklungszyklen, kürzere Time to Market. Wenn ich die Softwareentwicklung beschleunige, kann ich generell schneller etwas entwickeln und kann mich auch an sich ändernde Anforderungen auf der User-Seite reagieren. Also verschiedene Blickwinkel, die es idealerweise zusammenzuführen gilt. Hier mal dargestellt, wie sich ein Container zusammensetzt. Natürlich brauche ich auch hier ein Betriebssystem, ein Host Operating System. Wie man mal hier sieht, im Unterschied zu der virtualisierten Welt, ich habe keinen Hypervisor, also ein Layer weniger. Ich habe auch in den Containern selber kein Betriebssystem, kein vollwertiges Betriebssystem, was eventuell auch ein Kostentreiber ist. Und wie man hier auch sieht, sind eigentlich zwei Container dargestellt. Ich kann in einem Container auch mehrere Applikationen, mehrere Apps betreiben. Das heißt, ich habe eine höhere Dichte, die ich erreichen kann, als in einer Umgebung, die auf Virtualisierung basiert. Was ein entscheidender Punkt ist, passt halt auch ganz gut zu unserem Haupt- oder dem Motto dieser Reihe, Enterprise Open Source, Container sind Linux. Die Containertechnologie stammt aus der Linux-Entwicklung. Es ist auch kein ganz neues Thema.
Letzten Endes hat es sich aber in den letzten Jahren herauskristallisiert, dass die Thematik Container genannt wird. Also es hat sehr stark damit zu tun, mit dem Linux-Betriebssystem, was ich einsetze, um darauf Container zu betreiben. Wir haben also immer ein Linux-Betriebssystem darunter liegen, was als Container-Host diese Containerumgebung darstellt. Zusätzlich benötige ich in den Containern auch entsprechende Pakete, um die Funktionalitäten des Linux-Kernels nutzen zu können. Das heißt, ich komme letzten Endes an dem Thema Linux, wenn ich an Container denke, nicht wirklich vorbei. Sicherlich tut sich auch was im Markt, was Windows-Container angeht. Realistisch betrachtet ist man da aber aus der Welt noch nicht so weit, wie man es in der Linux-Welt ist. Welche Punkte sehen wir als Plus, wenn wir von Containerisierung reden? Ich kann halt hier in dem Fall auf Prozessebene isolieren und auf Containerebene isolieren, meine Workloads, und eben nicht auf Hardware-Ebene. Ich teile mir einen Betriebssystemkern, den Container-Host, der durch mehrere Applikationen gleichzeitig genutzt wird. Ich spare mir letzten Endes damit natürlich auch diesen Betriebssystem-Overhead für den Betrieb in virtuellen Umgebungen. Wiederum ein Kostenaspekt. Wir haben eine höhere Dichte. Wir können mehr Container auf einer gleichen physikalischen Hardware betreiben als virtuelle Maschinen. Kann damit meine Ressourcen besser nutzen, habe eine höhere Workload-Dichte. Und es skaliert besser. Ohne mich darauf festnageln zu lassen, aber ich kenne Tests, ich kenne Benchmarks, wo man auf der gleichen Infrastruktur eine Rate hatte von 1 zu 10. Also die 10-fache Applikationsdichte im Containerumfeld im Vergleich zur Virtualisierung. Natürlich gibt es hier auch negative Punkte. Es ist eine relativ neue Technologie. Das heißt, es ist nicht so etabliert wie die virtualisierte Welt. Es sind komplexe Systeme. Es geht nicht nur um den reinen Container. Es geht um Logging, es geht um Monitoring, es geht um Security-Themen in dem Kontext. Es geht um die Orchestrierung von Containerumgebungen. Stellen Sie sich vor, Sie haben am Ende des Tages 5000 Container in Betrieb. Da ist der Aspekt des Managements, der Orchestrierung dieser Umgebung entscheidend. Der Reifegrad der Lösung ist naturgemäß nicht so hoch, wie man es vielleicht aus der virtualisierten Welt kennt. Was aber nicht heißen soll im Umkehrschluss, dass es keine Lösung im Markt gibt, die man ruhigen Gewissens auch in Produktion nehmen kann. Und wenn ich über Container nachdenke, ich brauche diverse einzelne Technologiebausteine, um meine Containerumgebung wirklich unternehmensgerecht aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Sind aber Punkte, denen man sich mit entsprechender Beratung, mit entsprechender Analyse auch sinnvoll nähern kann. Was betreibe ich denn in virtuellen Maschinen und in Containern? Es gibt eigentlich zwei Kernaussagen. Das eine sind monolithische Systeme und das andere ist das Thema Microservices. Was sind monolithische Systeme? Monolithische Systeme sind Softwarelösungen, die letzten Endes aus mehreren Ebenen bestehen. Wir haben etwas mit Daten zu tun, wir haben etwas mit Business-Logik zu tun und wir haben User-Interfaces. Klassische Beispiele dafür sind ERP-Lösungen. Nehmen Sie die SAP-Welt. Nehmen Sie CRM-Lösungen, Customer Relationship Management-Lösungen. Vielleicht auch so etwas wie Microsoft Exchange als Groupware-Collaboration-Lösung. All diese Systeme sind so gebaut, dass ich sämtliche Software-Layer in einem großen Megasystem zusammengeführt habe. Microservices wiederum verfahren einen anderen Ansatz. Das Schlagwort, was dahinter steckt, ist letzten Endes der Begriff der Modularisierung von einzelnen Services, die flexibel miteinander sprechen können. Wir haben also nicht ein großes Gebäude, ein monolithisches Gebäude, sondern ein Sammelsurium von kleinen, flexiblen Einheiten. Hier ist ein typisches Beispiel, letzten Endes auch die Cloud-Apps, die Sie so nutzen. Oder, was auch viele nicht wissen, jede Google-Anfrage, die ich tätige, wird in einen Container gelegt. Wenn ich eine Google-Anfrage tätige, wird ein Container für mich erzeugt. In dem Container werden meine Aufgaben, meine Anfragen verarbeitet
Und wenn ich letzten Endes meine Session beendet habe, wird der Container beseitigt. Ist auch ein großer Unterschied. Monolithische Systeme, virtuelle Maschinen, sind eher langlebiger Natur. Container sind per se, per Definition eher kurzlebiger Natur. Wenn wir jetzt Monolithen betrachten, also klassische Anwendungen, Idee dahinter ist, der Vorteil, ich habe alles in einem großen Gebäude vereinigt. Alle funktionalen Elemente, die ich benötige, sind in einem homogenen Ganzen vereinigt. Nachteil daran ist, ich bin oftmals an bestimmte Ressourcen, Formate, Applikationsserver, Middleware-Komponenten, Datenbanken oder ähnliches gebunden, was meine Freiheitsgrade am Ende des Tages einschränkt. Der Wartungsaufwand für die Softwarepflege ist groß. In vielen Fällen heißt das nämlich, ich muss mein System, wenn ich patchen möchte, wenn ich fixen möchte, wenn ich vielleicht ein Upgrade fahren möchte, aus dem Betrieb nehmen, upgraden und dann wieder starten. Das ist ein Zeitaufwand und damit auch ein Kostenaufwand. Große monolithische Systeme sind oftmals nur ganz schwer zu modularisieren, also in kleine Einheiten zu zerlegen. Wunderbares Beispiel sind da die klassischen großen Anwendungen im Banken- und Finanzbereich auf den Mainframes, die immer noch da sind. Ist der Architektur geschuldet, ist teilweise auch den Programmiersprachen geschuldet, dass eine Modularisierung nicht möglich ist. Und ich habe natürlich den Aspekt der Wiederverwendbarkeit von einzelnen Komponenten. Ich kann eben nicht einfach einen Teil herausschälen und den jetzt in die Public Cloud oder in die Private Cloud legen. Schränkt mich im Hinblick auf die Zukunft ziemlich stark ein. Die Microservices-Idee, Architektur, kommt ganz klar aus dem Bereich der cloud-nativen Softwareentwicklung. Also ich baue Applikationen, die per se von vornherein schon darauf vorbereitet sind, im Cloud-Umfeld betrieben zu werden. Vorteil ist bei dem Ansatz, ich zerlege meine Software in kleine Einheiten, in sehr kleine Einheiten, in kleine Services, die ich auch einzeln anfassen kann, bearbeiten kann, verändern kann. Die Services können unabhängig voneinander entwickelt und deployed werden. Das heißt im Umkehrschluss, ich muss meine Applikation eben nicht komplett offline fahren, wenn ich etwas ändern möchte, einen neuen Softwarestand einspielen möchte. Ich kann dort insofern schneller und agiler reagieren. Services im Idealfall beeinflussen sich nicht negativ gegeneinander. Wenn ich also einen Fehler in meinem Service A habe, heißt das nicht per se, dass das ganze System stehen bleibt. Aufgrund der Granularität und der kleinen, ja, dieser kleinen Services kann ich sowohl die Softwareentwicklung als auch das Deployment verbessern. Ich kann also schneller auf Veränderungen reagieren. Auch da sind die schönen Beispiele, die bekannten Anbieter im Markt. Nehmen wir mal Amazon, also jetzt nicht im Cloud-Kontext, sondern im Amazon Marketplace-Kontext. Die ganze User Experience, die es dort darstellt für den Benutzer dieser Dienste, besteht aus einzelnen Containern. Führt auch dazu, dass letzten Endes mir, wenn ich mich dort einlogge, etwas anderes dargestellt wird, als es vielleicht Ihnen persönlich passiert. Man kann also auch schneller auf mein Nutzerverhalten reagieren und erzeugt dann einen neuen Container und ich habe plötzlich anderen Content, der mir dargestellt wird. Ich kann damit schneller reagieren und kann halt auch letzten Endes kontinuierlich Veränderungen durchführen. Dafür steht halt das Schlagwort Continuous Integration, Continuous Development. Nachteil bei der ganzen Geschichte, wenn ich mir meine existierende Softwarelandschaft anschaue, per se aufgrund der Architektur, der Planung in der Historie, kann ich eben nicht alle alte Applikationen in Microservices zerlegen. Das heißt, ich werde auch weiterhin mich mit dem Thema Virtualisierung auseinandersetzen müssen. Hier ist exemplarisch mal dargestellt, wie ich die beiden Welten zusammenbringen kann. Wir haben jetzt hier mal einen kompletten Open Source, Enterprise Open Source, Red Hat basierten Stack aufgezeigt.
Die Infrastrukturen, auf die möchte ich jetzt in dem Kontext erstmal gar nicht eingehen. Ich fange einfach mal bei der Ebene der Virtualisierung und Container an, auf der linken Seite. Ich kann dort verschiedenste Virtualisierungstechnologien einsetzen. Ich kann, wenn ich es möchte, auch weiterhin meine VMware-Welt betreiben. Ich kann auch eine Hyper-V-Welt nehmen. Ich kann auch, wenn ich möchte, Red Hat Virtualization einsetzen, um damit letzten Endes diese Full-App-Seite, also komplette virtuelle Maschinen, bestehend aus den einzelnen Software-Layern, weiterhin zu betreiben. Ich kann aber auch daneben eine Welt aufbauen, die containerisiert ist. Wir haben dort auch die Möglichkeit, zum Beispiel Container in virtuellen Maschinen zu betreiben. Das ist auch möglich. Ob es sinnhaft ist, mag man diskutieren. In einer reinen virtualisierten Umgebung, in einer reinen containerisierten Umgebung kommt das Thema Red Hat OpenShift Container Plattform zum Tragen. Dies ist eine komplett integrierte Platform as a Service Lösung für die containerisierte Softwareentwicklung und oder auch den Betrieb von containerisierten Anwendungen. Entscheidend ist natürlich, wenn ich beide Welten parallel fahre, dass ich auch den Bereich der Administration des Managements nicht vernachlässige. Es ist halt wunderschön, wenn ich einen Gesamtblick auf beide Infrastrukturen habe. Das heißt, ich sehe meine virtualisierten Welten, ich sehe meine Hypervisor, ich sehe meine virtuellen Maschinen, ich sehe deren Performance, deren Zustand und gleichzeitig sehe ich auch die containerisierte Welt und die Applikationen, die in Containern laufen. Ebenso spielt ja auch eine große Rolle, wie ich von A nach B komme. Also zum Beispiel das Thema Skalierung oder Failover-Situation von dem einen Hypervisor auf den anderen lässt sich darstellen. Ich kann halt auch Container von einer Containerplattform auf eine andere verschieben mit den entsprechenden Werkzeugen. Ich kann das auch automatisieren, diese Prozesse. Kerntechnologien, die da eine Rolle spielen, sind Red Hat Ansible Automation im Automatisierungsbereich und Red Hat CloudForms als integrierte Hybrid Cloud Management Lösung. Ich habe also hier beliebige Möglichkeiten, diese beiden Welten auch miteinander zu verbinden. Infrastrukturell sind Sie da offen, wo Sie das fahren. Wiederum auch, ob Sie es on-premise fahren, ob Sie es in einer Private Cloud fahren und oder einer Public Cloud und damit den hybriden Ansatz verfolgen. Was auch ganz interessant ist natürlich, dass ich auch die Möglichkeit habe, verschiedene Hardware-Architekturen darunter zu legen. Also sowohl klassische x64-basierte Umgebungen als auch IBM Power-basierte Umgebungen. Ich kann dort also auch entsprechende Hardware-Ressourcen flexibel zuweisen. Das Ergebnis so eines Bildes ist natürlich, dass ich auch gerade im Hinblick auf meine Softwareentwicklung weiterhin VMs nutzen kann, damit auch komplette Applikationen verteilen kann, aber auch die Container für die Cloud-Native-Entwicklung nutzen kann. Ein paar Kernpunkte, die ich Ihnen ganz gern mitgeben möchte. Es ist keine Frage von Virtualisierung versus Containerisierung. Entscheidend ist, was Sie vorhaben, welche Workloads Sie betrachten. Von daher ist wirklich wichtig, in Projektsituationen zu schauen, wo sind wir heute, was haben wir heute im virtualisierten Bereich im Einsatz und wo wollen wir hin. Auch im Zuge der Digitalisierung, der Überlegungen in Richtung der Entwicklung neuer Software für Ihre Dienste, gilt es, diese Frage im Detail zu betrachten. Empfehlenswert ist, wenn man über Neuentwicklung nachdenkt, Microservice-basierte Architekturen zu berücksichtigen. Weil der Weg geht in die Cloud, es geht in die Richtung, wir brauchen Apps, wir bieten Apps an für unsere Kunden, unsere Lieferanten, unsere Marktteilnehmer. Und der Betrieb erfolgt in vielen Fällen, vielleicht wenn auch noch nicht heute überall, aber morgen und übermorgen sicherlich auch in Cloud-Umgebung. Und da sind Microservices basierend auf Containerstrukturen der Schlüssel zur Freiheit. Wichtig ist, den Bestand der Altanwendungen auch zu betrachten. Ich würde niemandem trauen, der mir sagt, man kann alles containerisieren. Es ist immer entscheidend, wirklich ins Detail zu gucken.
zeigt sich bei uns auch in Projektsituationen, wenn wir über solche Fragen nachdenken, mit den Kunden diskutieren, analysieren, dass ein tiefer Blick von Fachleuten, die sich mit Softwareentwicklung auskennen, mit Architekturen auskennen, auf die Ist-Bestände sinnhaftig ist. Das Management sollte man definitiv nicht vernachlässigen. Sich nur auf Container zu konzentrieren und als Beispiel einen Docker-Host aufzusetzen, um auf dem eine Anzahl von Containern zu betreiben, ist nicht ausreichend. Ich muss mich mit Orchestrierung auseinandersetzen, ich muss mich mit Wachstum auseinandersetzen, ich muss mich mit Security-Fragen auseinandersetzen, ich muss mich damit auseinandersetzen, was in meinen Containern passiert, welche Daten dort hineinfließen. Und all das muss zentral gemanagt werden. Ich habe vor kurzem mal eine Veranstaltung der Deutschen Bank besucht und habe dort erfahren, dass die Bank mittlerweile 20.000 Container in Betrieb hat, produktiven Betrieb hat. Ich denke, daraus lässt sich auch sehr schön ableiten, dass das ohne Management, ohne ein einheitliches Management nicht machbar ist. Also Container nur als Docker-Host zu betrachten, ist etwas zu kurz gesprungen. Das ist genau der Punkt. Das Feld ist weiter. Auch Virtualisierung ist mehr als VMware. Es gibt Alternativen im Markt. Das ist der eine Punkt. Es gibt offene Lösungen. Es gibt auch Lösungen, die eben ein Login eher vermeiden. Und entscheidend ist, dass man da auch Expertise mit hinzuzieht, Leute hinzuzieht, die den Gesamtüberblick haben in dem ganzen Kontext. Und bei Containern, unsere Empfehlung, setzen Sie auf Enterprise-Ready Solutions, anstatt selber eine Lösung aufbauen zu wollen. Weil diese ganzen Teilaspekte, das Management, Logging, Monitoring, Security, Härten von Containern und ähnliches, sind sehr, 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 sehr umfänglich, wenn man es im Selbstbau ausprobiert. So ein paar Kernpunkte. Es wird weitergehen in dem Kontext kommende Woche nochmal zum Thema eigentliche Services aus der Cloud, ein bisschen was zu den Abgrenzungen der AAS-Ansätze, und wir werden im kommenden Jahr auch stärker auf die Red Hat Produkte eingehen, die Lösungsbausteine in dem Kontext, Thema, was ich heute hier angeschnitten habe, OpenShift für Containerisierung, Red Hat Virtualization für Virtualisierung. Von daher, besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche einen schönen Tag und freue mich auf die nächste Session. Danke. Ja, vielen Dank, Jens. Ich hoffe, das Webinar hat allen gefallen, und wenn jetzt jemand Fragen hat, kann er die gerne unten im Chat oder in dem Fragebox im Dashboard stellen. Wenn Sie komplexere Fragen haben, die sich jetzt nicht kurz beantworten lassen, dann schreiben Sie es einfach im Dashboard und dann melden wir uns direkt bei Ihnen und beantworten die Fragen dann im Nachgang. Ja. Aber bis jetzt hat, Entschuldigung, bis jetzt hat noch keiner was geschrieben. Ich würde sagen, dann kommt da auch nichts mehr. Dann würde ich auch mich bedanken fürs Zuhören. Jens hat es ja schon erwähnt, nächste Woche haben wir noch mal eins unserer letzten Webinare für dieses Jahr. Und da würden wir uns auch freuen, wenn wieder zahlreiche Zuhörer dabei sind. Und ja, jetzt wünsche ich allen noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal.